Hallo Leute und willkommen zur nächsten Folge von Zerg mit Stefan natürlich. Hallo. Hallo. Und wie ihr seht, ich war jetzt persönlich, ich glaube, eine Woche oder so nicht mehr am Server und hier ist einiges geschehen. Ja. Irgendwie weißt du, was Blödes, Flo, was ich gemacht habe beim vorigen Mal? Was denn? Ich habe jetzt nur noch 17 XP in meinem Erfahrungsdings drin. Wieso? Weiß nicht. Lol. Ich hab 54. Ich gebe meinen da hinten rein, also bitte nicht rausnehmen. Jo. Oder nicht, ich gebe ihn einfach in den Rucksack. Wir haben schon so viele Battletower gemacht. Und bei mir sind gerade irgendwie solche Frame-Einbrüche, keine Ahnung wieso. Weißt du, was ich gerade bekommen habe für einen Punkt das letzte Mal? Was denn? Ein Kristallpunkt. Wirklich? Okay, keine Ahnung, was hier gerade los ist. Okay, ein Kristallbogen ist doch besser als wie Dings. Also wie was? Als wie dieser Legia-Bogen. Wieso? Weil der stärker ist. Oder nee, Legia-Bogen ist besser, finde ich, weil zwei Pfeile hast. Also ich würde jetzt mal sagen, wir fangen jetzt mal gleich mit dem Haus an. Wir haben nämlich noch überhaupt nichts. Holz. Wir haben gesagt, das Birkenholz, ne? Ja. Holz hatten wir, glaube ich, das letzte Mal gefarmt. Ich glaube, ich habe jetzt, ja, zwei Stacks unverarbeitet, das war hier da drinnen. Da sind noch 10 Diamanten. Oh. Und... ja, wie viel gebe ich da drüben hin? Ja, ich habe auch noch Spruce Wood. 40. Unverarbeitetes. Und... Eichen-Dings habe ich noch... 1, 3 Dias. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Ja, das ist geil. Ich würde mal sagen... dass ich unterbrochen habe? Ja, scheiß drauf. Ich würde mal sagen, wir machen das gleich hier. Oder? Oder wir machen es in die Ecke da. Weil dann könnte man hier einen Eingang machen oder so, wo man dann rein in die Stadt kommt. Das wär's doch, oder? Hier links in der Ecke. Oder was sagen Sie? Was essen. Ich zieh uns mal kurz in Aufnahmen, okay? Moment. Channel switched. User was moved to your channel. Soll mir passt das gerade auch nicht? Keine Ahnung, also ich würde jetzt wirklich gerne das Haus mal bauen. Und no, okay. Weißt schon was. Ich hole noch schnell Dirt. Wenn du willst, ich gebe dir mal Holz, wenn du willst, kannst du schon mal anfangen. Ich lege jetzt alles mein Holz hier hin. Ja. Also es sollte schon ein bisschen epischer sein. Also Mittelalter. Ja, also es muss jetzt nicht wirklich so aussehen wie, keine Ahnung, wie welche Maps, aber du weißt schon. So. Wo willst du? Also ganz in die Ecke da rein. Ja, also jetzt nicht. Du kannst schon, sagen wir mal, 3-4 Blöcke oder 5 von der Burgmauer oder Stadtmauer Abstand lassen. Dass es nicht gleich so dran pickt. Ah. Also pickt, versteht man das im Hochdeutschen? Das heißt klebt. Ja. Dann klebt, ja. Ich bin übrigens gerade alleine zu Hause. Ich dachte mir zuerst, es wird wieder jeder reinstürmen hier. Aber ich verschreie lieber nicht, weil dann stehen sie schon wieder da. Das merkt man zum Glück aber hoffentlich nicht so oft in den Aufnahmen. Wenn man irgendwie mal in einer Aufnahme gesehen hat, bei Feed the Beast war das oft, dass man dann einfach gehört hat, dass ich mein Mikrofon gemutet habe. Und weil ich das ja so nicht kann, also direkt am Mikrofon und ich habe kein Mischpult, muss er erstmal ins Teamspeak switchen. Ja, dann ist es mal nur fürs Teamspeak gemutet und dann muss ich beim Schneiden, muss ich mir jede Folge ansehen, um zu sehen, ob da wer reinplatzt und das muss ich dann rausschneiden. Und das ist ziemlich viel Arbeit. Zum Beispiel bei Folge 1 habe ich dann im Nachhinein auf YouTube was schneiden müssen, weil da wirklich wer... Wir müssen das einbauen. Da ist ein schwarzes Loch. Aber ich weiß noch immer nicht, wie man das wegbekommt. Nicht? Nö, weißt du das? Nein, jetzt fange ich schon österreichischer. Das ist nicht so gut, wenn wir das hier haben. Das auch noch gleich neben dem Haus. Ich hol mal Fackeln. Oder habe ich welche?
Jetzt würde ich mal sagen, jetzt wäre mal Beef angesagt, aber es wird ja nichts, wenn da keiner kommt. War das meine Schaufel? Ja, es war meine. Oder ist meine. So. Fackeln wollte ich machen. Oder holen. Keine Ahnung, ob wir welche haben. Da ist mal nichts. Habe ich jetzt was weggeworfen? Hä? Naja. Okay, das ist nichts. Unsere Drohnen. Wir haben so viele Drohnen. Oh, der Stefan, der ist ganz leise. Oh oh. Nehmen unser. Bei Robins Haus aufs Haus. Beim Robins Haus aufs Haus? Ja. Cool. Und ist drin. Das nehmen wir, dann nehmen wir das. Der schreibt oben ein Reinzimmer. Und das. Ignorieren. Hallo? Dann nehmen wir das. Ja. Er ignoriert mich einfach. Nee, nee, was, was, was? Ich der meinte nicht dich. Mit... Ich weiß, einfach ignorieren. Ich will jetzt. Es soll nicht böse gemeint sein. Es soll böse gemeint, ja. Ja, es soll nur sein, weil wir wollen jetzt in Ruhe unser Haus bauen. Das ist ja. LOL, also das war ein Skelett. Skelly ja, McSkelly Skell! Skelly McSkelly Skell! Ich schwör, wir haben uns so vorhin kaputt gelacht über das. Echt nicht befreit. Skelly McSkelly Skell! Oh, da ist ein Enderman und ich will nicht verraten. Ich habe ein Chocopedia bekommen. Nice, wo ist der Enderman Flo? Ja. Der hat sich weggetippt. Hast du ihn angesehen? Ja. Wenn ich jetzt verreck. Dann schrei ich Skelly McSkelly Skell! Und oh, oh mein Gott! Oh, oh mein Gott! Oh. Da ist jetzt nichts mehr. Achso, ja, das wollte ich noch ganz kurz schauen. Ich weiß, das passt jetzt nicht. White List. List? Ich muss. Der ist wirklich noch auf der White List. Ja. Gas LP. Remove. Glaube ich. Remove. Das jetzt die Leute was dazu schauen. Ja, leider. Tut mir ja leid, aber. Hä, habe ich verschrieben? Ich kann den nicht removen. Nicht? Nö. Muss ich dann nachher machen. Tut mir leid. Ja, es wird wieder so ein Haus mit nur Fenstern. Was? Abzählen? Okay. Da habe ich mich verbaut irgendwie. 1, 2, 3. 1, 2. Okay, das ist wirklich verbaut. Jetzt ist es ein Riesenfenster. Ich will nur schauen. Du kannst es auch zumachen. Das hier. Dass nicht nur Fenstern sind immer. Wir haben das gleiche Haus schon in zwei anderen Projekten gehabt, aber was? Egal, ja, in EasyMC, also nur immer aus anderen Blöcken, aber die Struktur war immer gleich. Ja, in, weil man da nichts irgendwie einfällt, so weißt du, was ich meine? In EasyMC hatten wir das und im Tag It Live Projekt, da hatten wir das auch. Verändert es ja noch. Verändert es ja noch. Ich brauche noch Erfahrungspunkte, das ist das Scheißigste. Aber nicht, dass wir das dann im nächsten Projekt dann auch haben, wo der Name noch geheim ist. Ach, du meinst den... weißt du, so, ach, du meinst den Projekt Let's Play? Das Projekt Let's Play, ja genau, das meine ich. Ja, aber das sagen wir jetzt noch nicht. Wird lustig, wir haben die Map sogar schon baut. Ja. Aber keine Ahnung, wann das starten wird. Wir müssen schauen, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es soll auf jeden Fall vor Weihnachten beendet sein, wenn das geht. Oder nö, es soll über Weihnachten gehen. Das wird ein langes Projekt, weil ich kann es schon mal verraten, es steht ja auch schon in der Kanalbeschreibung, es wird ein Bauprojekt. Also, es ist aber PvP an. Ich würde sagen, hier gelten amerikanische Regeln. Das heißt, wenn jemand auf unseren Grund kommt, können wir den grundlos erschießen. Okay. Ja, aber ich spoiler da jetzt nicht zu viel. Hallo? Das werdet ihr dann eh noch rechtzeitig sehen.
Ja. Wir könnten sich eigentlich Diamantrüstung bauen. Grundsätzlich schon, ja. Das ist der Bossspinne. Renn. Ich hab's besiegt. Was ist denn? Ich hab ne geile Hose knickt, nur Reed. Was blitzt denn da so? Hose, die was gibt. Ach so, eine das Seele. Ist die Seele. Kann sie mal aufhören zu blinken? Jetzt haben wir diese. Hör doch mal auf zu strahlen! Wie man nur so strahlen kann! Okay, das war's. Naja, jetzt haben wir ein Disco-Licht. Wo ist denn die Seele eigentlich genau? Da, wo ich jetzt stehe. Aber die verschwindet, wenn man zu nah ist. Nee, das bleibt jetzt nicht ernsthaft, oder? Nee, ich will schauen, ob man die wegbauen kann. Nee. Wir bräuchten Seelen-Dings. Was? Oder geht die nicht von selbst mal weg? Ich glaub schon. Oh ja. Flo? Ja? Ich bräuchte mal Dings. Was Dings? Diamantrüstung. Also ich meine Diamantschaufel, Spitzhacke. Ja. Hab ich. Alles aus Diamant. Alles nicht, aber viel habe ich schon aus Diamant. Au! Ich brauche noch Erfahrungspunkte. Oh, sorry. Hast du es eingesammelt? Ja. Okay, gut. Du schuft. Oh, die nächste. Die lass mir auch. Ja, die lass ich dir. Ja, Abschläger. Die ist gleich da hinten. Gleich da hinten in die Richtung. Hey, ist da ein Slime? Gally Mac. Ist das ein Slime? Ja. Und jetzt dann. Da ist ein Creeper. Ein Creeper? Ja. Genau, das habe ich gesagt. Ich will auch übrigens eine neue Regel in also was heißt Regel? Aber in Zergern einführen will ich immer alles. Ja. Ich will nämlich. Das ist, ja genau, nö, dass es eben ein bisschen besser für andere wird, und zwar, dass man, Moment mal, wenn eine Folge höchstens eine halbe Stunde lang dauert, das wären dann in der Woche, wären das dann, Moment mal, Montag, Dienstag wäre eine Stunde insgesamt, Mittwoch, Donnerstag 2, Freitag, Samstag 3, okay, man muss... Also das ist jetzt noch nicht festgelegt, ja, da muss ich mich noch mit den anderen besprechen und so. Aber ich will es vielleicht einführen, dass man in der Woche mindestens, sagen wir mal, 3 Stunden hochladen muss. Von Zerg, also insgesamt, okay. Aber das heißt dann, es muss nicht jeden Tag eine Folge kommen, sondern man kann sich das aufteilen, man kann... Ja, ein 3-Stunden-Video in der Woche machen, wenn man das will. Das wird aber ein bisschen doof. Man kann dann auch das in so viele Folgen packen, wie man will. Also jetzt nicht, dass jetzt eine Folge 5 Minuten dauert oder so. Da muss ich dann auch Grenzen setzen. Aber ja, wenn ihr schon versteht, was ich meine, das wird dann vielleicht für ein paar Leute besser. Bei uns wird sowieso gleich bleiben. Bei uns kommt jeden Tag eine Folge, die zwischen einer Viertelstunde und einer halben Stunde dauert. Dann ist das eigentlich recht akzeptabel, finde ich. Da müssen wir noch schauen. Chef. Du müsstest eigentlich Danke schreiben, weil es du gebaut hast. Schreib mal Danke. Und ich mach das. Okay, ich muss mich ganz kurz muten. Mikrofon muted. Hallo. Du hast dich gemutet, okay? Sorry, dass mich mit Trinken gehört hat. Gut. So, Flo kommt gleich wieder. Ich weiß nie, was ich allein labern soll. Ja, wie geht's? Bau mal Diamantrüstung. Jetzt habe ich mir mal die Rüstung aus Diamant, also die Spitzhacke, die Werkzeuge, warum sage ich nicht Werkzeuge?
Okay. Microphone activated. So. Jetzt geht's hoffentlich wieder. Na, endlich bist du da. Ich hab nicht gewusst, dass ich labern soll. Ich hab's mitbekommen. Scale, mix, scale, scale. Scale, mix, scale, scale. Genau. Den Hoden. Den Boden. Den Boden machen wir aus Spruce Wood. Okay. Genau. Mach das mal. Den Hut machen wir aus Spruce Wood, ja. Mhm. Oder willst du ihn reinziehen? Mir ist das egal. Berner gehört schon ins Team. Ja. Wir beide haben auch schon länger keine Folge mehr mit den. Also nur wir zwei gemacht. Ja. Nur wir zwei allein. Ups. Ich hab doch eine Spitzhacke gehabt, war schon verzaubert. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich einfach nicht muten, weil du. Also, wenn wer reinkommt, weil du nimmst den nicht auf. Nein. Warum fehlt denn eigentlich nie wer ganz die Bäume ab? Keine Ahnung, das nervt. Wo ist Bruce? Wo haben wir das? Robin, ich schau mal in deine Kiste. Okay. Robin hat auch kein Spruce Wood. Er hat aber Knecknerit-Platten und er hat 29 Diamanten. Lol. Ja, aber ich verstehe. Hä? Was denn? Wo hast denn du das Spruce Wood? Ich hab keine Ahnung. Von irgendwo weiß. Abgebaut. Ja, ach, wie kommst du da drauf? Keine Ahnung. Geraten. Okay. Oh, magisch. Magisch? Gehen wir mal, wenn wir das Haus, das untere dann zumindest das alles schon fertig haben, können wir dann bitte einen Dungeon, ich brauche noch mehr Level. Wir brauchen jetzt nur das Holz. Ja. Vom Nolzholz. Holz! Wieder Schleichwerbung gemacht. Den gibt's eh nicht mehr. War das nur ein einzelner Dings? Also hat es ihn kein zweites Mal gegeben, wo? Kann sein. Keine Ahnung, ist mir auch egal eigentlich. Ich war da, glaube ich, erst einmal drinnen oder so. Dann hat er sich vertschüsst. Ich mache jetzt mal den Eingang. Und dann müssen wir irgendwann mal die Mauer fertig bauen. Oh lol, nö, kann ich noch nicht machen. Na egal, mache ich jetzt nicht. Hä, wie ist das? Hä, wie ist der da drüber gekommen? Der hat, glaube ich, Jump Boost oder so. Ja, da Ding, welche solche Schuhe, glaube ich, wo das geht. Da liegt Sand. Na, er baut's ab. Achso, er hat's nur wegen Spruce Wood. Dachte jetzt, der will alles abreißen. Ja, das wäre nicht so schön gewesen. Muss das Tor mittig sein? Von der Mauer. Heißen? Ein Tor, dass man in die Stadt reinkommt, in die Mauer dann fertig ist. Das geile Tor, was man immer von. Hä? Von Madness. Achso, ja. Wieso willst du das nachbauen? Ja, du. Ja, dann müssen wir die Mauer auch so nachbauen. Das Blöde ist, ich weiß das Tor nicht mehr auswendig. Und ich weiß die Mauer. Doch, die Mauer weiß ich noch. Aber das ist ziemlich anstrengend, weil das sehr viel ist und das ist eine große Fläche. Ja. Egal. YOLO. Wir bräuchten Spruce Wood. Brighton. Am besten machen wir irgendwann mal einen Livestream, dann können wir eh 2 Stunden lang was bauen. Und das muss nicht interessant sein. Jo. Okay, also muss das Tor mittig sein von der Mauer? Jo. Dachte ich mir. Ich meine nicht wegen Symmetrie, aber es sieht halt gut aus. It's sewing gut aus. Ich habe jetzt Gutter verstanden. Scooter? Nein, Gutter. Es sieht Gutter aus. Anstatt besser. Oh, warte, da war ich.
Ist das das? Wenn das Großmutter ist. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 20, 30, 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 30
Ich bräuchte nur Glowstone. Und das kriegen wir wo? Aus dem Nether. Nether? Ja, müssten wir ins Nether. Oh, oh, ein verzauberter Creeper. Ein verzauberter Creeper? Ja, du weißt, was ich meine, oder? Also so ein Boss-Creeper. Das ist wie deine Sternschnuppe. Kannst du dir XP holen? Hilf mir! LOL! Ja, Frau, Moment, Frau, Moment. Frau. Ich hab's gehört, aber ich weiß nicht, wo du bist. Ah, hier. Frau. Nicht sterben. Wo ist er denn? Wo ist der? War anscheinend die fette Explosion. Oh. Die ist auch tief. Und da ist eine Seele. LOL. Ist das Blut? Ja. Nichts! Wir sollten hier wirklich... Die Stadt sieht so hässlich jetzt aus. Ja, wir sollten hier mal eine Straße machen und dann voll viele Fackeln und Lampen und was weiß ich nicht hingeben. Dass hier nichts spawnt. Brauchen Pfeil? Brauchst du einen Pfeil? Für was denn? Für mein Buch. Ich hab glaube ich eh ein paar, oder? Ja, ich hab welche. Schon. Der hat sich jetzt wegteleportiert. Oh, oh, oh mein Gott! Bitte nicht im Haus. Oh. Das sind aber so viele Kisten. Das war jetzt ein Spaß. Ach so. Wo ist der Enderman? Den habe ich zwar angeschaut, aber der ist nicht da. Boah. Und verzauberte. Oh, oh, das ist der! Ich habe ihn jetzt aber nicht gesehen. Ist es ein Creeper oder was ist das? Was war das? Ich habe ihn und weißt du, was er gedroppt hat? Was? Ender Giant Sword. Echt jetzt? Ja. Geil. Wir haben zwei. Und eine verzauberte Spitzhacke. Welche? Unbreaking, also. Effizienz, Seal Touch. Und was für eine Spitzhacke? Diamant. Das war meine, echt? Die habe ich nicht mehr gefunden. Ja, ich habe sie wieder. Und die droppt einfach, lol. Ich weiß, die hatte ich mal verzaubert, kannst dich noch erinnern, aber ich habe die dann nicht mehr. Das ist auch meine Erfahrungspunkte. Was? Meine Erfahrungspunkte brauche ich. Also. Da ist ein Creeper spawnig, du. Andy McEndyman. Kann man, glaubst du, den Enderman mit dem Schwert verzaubern irgendwie? Keine Ahnung. Wir sollten jetzt dann machen. Nehmen wir durchgehend Dorf oder. Ja, aber ich brauche Hilfe, Flo. Wo bist du? Wo bist du? Bei der Wiese draußen. Bei der Wiese? Aber welche Seite? Hausseite. Ah, da, ich sehe dich, glaube ich. Ja, das bist du. Aber ich habe noch. Ja, ich würde mal sagen, wir machen einen kleinen Cut, oder? Oder willst du weiter? Durchgehend. Jo, mach Cut. Okay. Okay, Moment, dann stelle ich mich jetzt aber noch irgendwo hin, wo ich. Ins Haus jetzt neu. Ja. Und dann gleich noch eine Folge oder zwei aufnehmen. Gut, ja. Dann würde ich sagen, was ist jetzt und danke fürs Zusehen und ciao Leute. Ja.